Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Randall's Monday. Wo, die Fraps Rate war gerade ein wenig. Die Fraps Rate. Die Frame Rate war ein bisschen im Keller gerade. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Folge 4. Wir sind in der letzten Folge hier durch diese Feuerleiter sachte und seicht heruntergeglitten, mehr oder weniger. Was man hier noch sehen kann anhand des Blumentops. Egal, soll uns nicht stören. Wir sind auf jeden Fall im Hinterhof angekommen. Wir müssten flüchten in der letzten Folge vor unserem Vermieter, weil er natürlich die Miete wollte und ja, wir sie verlegt haben. Ganz klar, wir haben sie verlegt. Und was halt auch auffällt in dieser Folge mal ohne Facecam, ich würde es gerne mal die nächsten drei, glaube ich, drei Folgen werden es werden, ja, ohne Facecam machen und gucken, wie das so ist. Weil ich glaube, die paar Texte, die hier unten standen, die waren nicht so erkennbar durch meinen Bumskopf. Und deswegen wollte ich ja einfach mal gucken, wie das so ist ohne. Okay, Aufnahme läuft, perfekt, wunderbar, alles gut. Tutti. Jetzt können wir mal gucken. Hier sind noch ein paar Sachen. Der Blumentopf zum Beispiel, der ist uns ja runtergeknallt. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wo wir in der letzten Folge genau aufgehört haben. Weil ich schon einen Monat nicht mehr gespielt habe. Ja, zu meiner Schande. Aber ich gelobe Besserung, da das Let's Play ja jetzt gestartet ist. Und wie gesagt, ihr könnt auch immer wieder schreiben, wenn irgendwas anders gemacht werden soll. Immer in die Kommentare rein. Ich würde mich immer freuen. Ich lese auf jeden Fall jeden Kommentar und versuche auch jeden zu beantworten, was aber natürlich immer schwierig ist. Egal. So, wir gucken uns mal den Blumentopf an. Und schauen. Ich könnte mir die Augen ausheulen, wenn ich Veganer wäre. Kann ich den nehmen, aber wahrscheinlich sinnlos, warum ne? Zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Der bleibt hier. Ja, ja, ist ja gut. Also Adventure-Charaktere sind die schlimmsten Charaktere von allen. So, wir gucken mal im Müll, das kennt er ja wahrscheinlich. Mir gefällt das Containern auch nicht, aber wer könnte zu einer alten Tube Klebstoff schon Nein sagen? Dann nehmen wir die da mal. Yeah, eine Tube Klebstoff. Guck mal, was wir noch in unserem Inventar haben. Hallo? Ich will Inventar. Hallo? Tube Klebstoff. Schauen wir uns die mal an. Mit festgeklebtem Deckel. Ja, wahrscheinlich müssen wir den noch lösen. Tube Klebstoff. Aber der Deckel sitzt fest. Dann löse ich die mal. Ach so. Okay. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Draht. Zu trocken. Mit dem Draht kann ich nichts ausrichten. Zu trocken. Reste vom Thunfisch-Sandwich. Dafür ist das nicht. Ja, du hältst jetzt mal die Was? Zu trocken. Mit dem Draht kann ich nichts ausrichten. Ja, ja, ist ja gut. Okay, hab verstanden. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Nein, dafür ist es zu früh. Achso, einfach da hinten klicken, alles klar. Ja, gucken wir mal, ob da sonst was drin ist. Was haben wir hier? Lattenrost. Das können wir uns nicht anschauen. Dann hier noch ein paar Mülltonnen, auch nicht. Bananenschale, auch nicht. Hier, der übrigens, der Penner war dafür verantwortlich, dass wir gesagt haben, hey, du bist verflucht. Und unsere Nacht hat er quasi, ja, schlaflose Nächte hat er uns bereitet, sagen wir so. Okay, gucken wir mal die kaputte Feuerleiter. Die kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr repariert. Aber die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Hab ich gar nicht gemerkt. Egal. Können wir die nehmen? Soll ich die jetzt reparieren oder was? Wäre gut, ja. Können wir den dann... Warte mal. Muss doch bestimmt möglich sein. Muss ich aufpassen. Nicht, dass ich irgendwie zufällig da unten hinklicke. Gucken, ob das geht. Einfach nur mal spaßeshalber. Würde ich ja gerne, aber der Deckel sitzt fest. Ach so, okay. Um wieder reinzukommen, will er wahrscheinlich dann... Naja. Ein süßer Hund! Ein Chihuahua! Oder wie Leute sagen, Chihuahua. Hey, ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay. Barclay. Verstehe, wegen Wow Wow, was im Englischen ja Bark heißt. Ja. Hierher, Beifuß, komm zu Herrchen. Er hört mir gar nicht zu. Selbst der Hund hört dir nicht zu. Streichle ihn nochmal. Den lasse ich lieber in Ruhe. Er ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Haben wir denn irgendwas dabei, was wir ihm geben können? Warte mal, schauen wir mal gerade. Ja, absolut korrekt. Reste vom Thunfisch-Sandwich gebe ich meinem Hund auch immer. Ne, Pauli? Er verdreht die Augen? Ich glaube nicht. Okay. Das behalte ich lieber. Ja, wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht kann man es ja... ein Penner. Schauen wir uns den mal an. Was für ein Vorzeigepenner. Stinkend, dreckig und trinkt aus einer Papiertüte. Weiß schon, dass ich dich hören kann, ja? Ja, werde ich auch. Klischee auf jeden Fall absolut korrekt. So, dann reden wir mal mit ihm. Du bist also ein Penner, hm? Und du bist? Wie jetzt? Du weißt nicht mal, wer das Opfer deines Geschreis letzte Nacht ist? Falsche Adresse, die Katze ist da lang. Gab gerade nicht so einen Sinn, aber ich guck mal gerade. Du bist genau der, den ich suche, du Penner. Deine Tage als Fluchbringer sind gezählt, oder B. Oh Mann, armer alter Kerl. Der Kerl Alkohol hat dir das Hirn zersetzt. Du bist genau der, den ich suche, du Penner. Deine Tage als Fluchbringer sind gezählt. Schon wieder falsch. Ich bin kein Penner. Klar bist du das. Und ein hartes Trinkproblem hast du auch, würde ich sagen.
Junge, du könntest dich kaum mehr täuschen. Ich bin Geschäftsmann und ich trinke nur Energy Drinks. Oh, na dann bitte ich vielmals um Verzeihung, Gordon Gecko. Ich wusste nicht, dass das hier Ihr Büro ist. Vorsicht, wenn Sie raus auf die Straße gehen, nicht, dass Ihr hübscher Anzug dreckig wird. Okay, das war ein Tiefschlag, Junge. Ein Geschäft leiten ist kein Spaziergang, weißt du. Wenn du es etwas bringen willst, musst du ganz unten anfangen. Ja, naja, da bist du dann klar im Vorteil. Tiefer geht's für dich nicht. Außerdem weiß jeder, dass Betrunkene immer die Wahrheit sagen. Wenn du also sagst, ich wäre ein betrunkener Penner, ich aber behaupte, ich wäre keiner, würde das nicht in einem Paradoxon resultieren, du Klugscheißer? Übrigens, das kürzeste Paradoxon ist für mich persönlich Guten Morgen. So viel dazu. Okay, mal sehen. Du ziehst dich an wie ein Penner, du riechst wie einer und nichts, was du sagst, ergibt Sinn. Ich will dich ja nicht verhageln, aber wenn der Cursor über dir, liegt, steht da Penner. Och, ist lustig, nehmen wir einfach. Ich will's dir ja nicht verhageln, aber wenn der Cursor über dir liegt, steht da Penner. Okay, einigen wir uns auf Geschäftspenner. Wärst du an einer würgenden Katze interessiert? Oh Mann. Okay. Oh Mann, armer alter Kerl. Der Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Hör zu, dein Problem ist, du hattest ziemlich lang kein Mädchen mehr, wenn überhaupt jemals. Hab ich recht? Hör du mal zu, Penner. Ich hab da zwei Worte für dich. Halt deine Scheißfresse. Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Aber was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt? Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht? Weil ich glaube, den habe ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, habe ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Du hast dich gerade verraten, alter Junge. Nein, das glaube ich nicht. Okay, was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge, und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kann's kaum erwarten. Du bist verflucht! Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt, ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Ich kenn Leute wie dich. Ich hab selber Probleme, weißt du? Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie soll die Menschheit nur überleben? Gott, schon wieder diese Lahmsprüche? Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse. Also zusammenfassend, du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha, hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Okay, Das sind ja oft solche Leute, die dann behaupten, ich habe Mickey Mouse erfunden und so, ne? Kennt man ja. Hat man ja schon mal irgendwo in welchen Serien gesehen. Wir schauen mal, was wir dann noch zu sagen können. Du willst mir helfen? Hahaha, was für ein Brüller. Ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen. Ich bin kein Idiot. Reden wir hier von Exorzismus? Weil dann wäre ich tatsächlich interessiert. Okay, tut mir leid, dass ich keine Hilfe von einem irren alten Penner, der Leute anschreit, annehme. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Nehmen wir das. Du willst mir helfen? Was für ein Brüller. Ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen. Ich bin kein Idiot. Das merkt man. Tja, ich dachte ja nur, ich könnte dir eine Hilfe sein. Ich komme allein klar. So wie Gordon Freeman. Ich kenne diesen Freeman-Burschen nicht. Aber hier, nimm meine Karte, Junge. Ruf mich an, wenn du deine Meinung änderst. Das? Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Und da steht keine Nummer drauf. Okay, ja, die schauen wir uns jetzt auch mal an. Ich weiß nicht, inwiefern er uns helfen könnte. Er wird wahrscheinlich, weil er hier unten Haus auf der Straße auch viel sehen. Also von daher glaube ich nicht, dass er so uninteressant für uns sein wird. Mal gucken, wo das noch hinführt. Ja, ganz klar, Penner. Aber wir schauen jetzt mal seine Visitenkarte an. Und ja, rostige Rasierklinge. Schauen wir mal. Der Penner sagt, das ist seine Visitenkarte. Okay. Können wir damit vielleicht einen Deckel abmachen? Na bitte.
Ka, sehr schön. Jetzt ist die Tube Klebstoff offen. Jetzt kann ich ihn benutzen. Ja, genau. Das wäre die Schlussfolgerung von dem, was ich gerade gesagt habe. Achso, Quatsch. Nee. Zu früh geklickt. Verdammt. Nehmen die Tube Klebstoff, klicken mal hier drauf und gucken, was passiert. Vielleicht können sie das reparieren. Das muss nicht geklebt werden. Ach, du bist aber auch einer. Echt. So, was haben wir denn sonst noch hier? Kaputte Feuerleiter hatten wir. Blumentopf. Der Penner, der haben uns lang genug aufgehalten. Das ist mal nie mal klar. Mit seinem Energy Drink in Glasflasche. Ist klar. So, den Hund. Oh, warte mal. Alle Tierschützer gucken mal weg gerade. Meine schöne Klebstofftube? Vergiss es. Na gut. Dann gucken wir uns noch hier im Müllcontainer etwas um. Ein stinkiger Müllcontainer. Da fasse ich bestimmt nichts an. Wenn ich dir sage, du fasst das jetzt an, dann machst du das. Ich glaube, da finde ich nichts Nützliches drin. Glauben heißt nicht wissen. Mach doch mal auf, die Scheiße hier. Ich glaube, da... Ja. Ist ja gut. Okay, ich glaube, hier sind wir durch. Wir gehen mal auf die Straße und gucken mal, was da vor sich geht. Oh, andere Musik. Ich glaube, das sieht eher aus wie ein Geschäftsmann. Könnte aber auch, Wir werden es erfahren, wir werden es erfahren. Ich will nichts vorhersagen. Da geht es in die Seitenstraße. Auch hier sind Tauben. Cool. Tauben. Hier geht es ins Treppenhaus, da sollte man besser nicht rein. Oh, Videothek ist auch schön. Da haben wir noch einen Mülleimer. Also die Mülleimer sind auf jeden Fall sehr interessant. Sehr viel gibt es hier davon und vielleicht finden wir da noch mehr. Aber wir schauen aber erstmal, was das hier für ein Typ ist. Nur ein Typ, der Zeitung liest. Scheint voll bei der Sache zu sein. Zeitung, voll oldschool. Heutzutage liest man doch irgendwie RSS-Feeds und so. Ja, quatschen wir auch mal mit dem. Moment. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Ja, gut. Können wir uns die Zeitung nehmen? Heute suche ich keinen Streit. Na gut, okay. Dann schauen wir uns die Tauben mal an. Scheiß Flugratten. Ja, die Ratten der Lüfte. Können wir mit denen reden? Mit Tieren rede ich erst nach 6 Bieren. Nicht mehr und nicht weniger. Vor allen Dingen Esel, haben wir ja festgestellt. Gut, dann schauen wir uns den Mülleimer nochmal an. Ich durchwühle keinen Müll. Nicht mehr. Ah, du kleiner Snob. Nichts von Interesse. Ja. Was guck mal, was er sagt, wenn ich sag, geh mal ins Treppenhaus. Der alte Marconi und seine wütende Ader warten immer noch auf mich. Ich kann ihren Atem hören. Ich warte lieber noch eine Weile, bevor ich mich wieder nach Hause wage. Ja, ist auch die bessere Variante, habe ich eben schon mal angedeutet. Ich kann, glaube ich, mit keinen Tauben reden, ne? Scheiße. Als Flugratten. Ja. Gut, okay. Ach, hier geht's noch weiter, okay. Dann, bevor wir da reingehen, gucke ich erstmal, was es hier noch so gibt. Oh, wer sitzt denn da? Ein Vertreter. Aha, was hat er denn gemacht? Sich die Beine vertreten? Wir schauen jetzt hier mal an. Sieh an, noch so eine verlorene Seele. Okay, hat er ein Smartphone in der Hand? Warum? Wartet er auf Aufträge? Na, wir werden es jetzt erfahren. Was ist los, Kumpel? Du siehst ziemlich fertig aus. Ah, alles furchtbar. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. Außerdem werde ich gefeuert, wenn ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey, willst du vielleicht ein Set Wonder-Matic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also, sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht... Verstehe. Na ja, gut, dann einen schönen Tag noch. Oh, sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. Haben wir denn irgendwas für den, damit wir seinen Tag versüßen können? Oh, guck mal, wir haben eine Zeitung, die hat er gerade eingeben können. Etwas Geld, aber wahrscheinlich nicht, ne? Ja, klar. Ja, Almosen sind was für Nonnen. Okay, hab verstanden. Warte, wir gehen nochmal zurück und gucken mal gerade, ob wir dem Typen hier die Zeitung geben können. Achso, wollte gerade sagen, der ist schon weg. Hallo Fremder, nimm diese schöne Zeitung. Wahrscheinlich sagt er, hat schon eine. Die will doch keiner haben. Ja, wenn die keiner haben will, dann würde ich mal vorschlagen, schmeiß doch in den Müll. Ja, nicht. Also willst du die behalten? Mann, ey, Ghostbusters, cool. Jurassic Park. Ah, ich würde gerne mal wissen, achso, warte mal, wir können ja mal gucken, in welcher Zeit wir uns befinden. Nein, leider nicht. Nachricht von heute. Schon heute? Nee, geht nicht. Ich dachte, hier stimmt irgendwas so, ja, so und so. Aber leider nein. Was ist das? Hydrant? Oder was war das gerade? Was war das gerade? Achso, die Videothek. So, dann gehen wir mal hier entlang, bevor wir dann weitergehen. Kommen wir da nicht lang? Hallo? Hallo, bitte? Hallo? Kann ich da nicht hinten lang? Ich glaube, nein.
Ich glaube, das ist hier abgesperrt. Oh, ein Schild. Ganz wichtig. Lesen. Ich wünschte, ich würde in Scranton wohnen. Threepwood. Guybrush Threepwood Street. Ach, wie geil ist das denn? Sicher jetzt erst. YouTube. Was haben wir denn noch so Interessantes? Die U-Bahn. Da will ich noch nicht runter. U-Bahn-Schild? Nee. Ist auch nicht zu sehen. Wo geht's denn hier hin? Gucken wir mal. Weißt du nicht, wie eine Tür aussieht? Ja, halt die Schnauze. Was? Habe ich das gesagt? Nö, habe ich nicht gesagt. Für mich drin. Na gut. Ich glaube, es führt kein Weg vorbei. Wir müssen in die Videothek. Tja, schauen wir uns das Schild hier draußen nochmal an. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Ach so. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Schade. Ja, Tatsache. Ach so, wahrscheinlich. Das Loch ist schon... Ja. Ja, okay. Haben wir gemacht? Vielleicht kommen wir so rein. Tür ist geschlossen. Nein, Tür ist nicht offen. Schade. Ist schon was länger zu, scheinbar, ne? Bei den ganzen Filmen. Zurück in die Zukunft, Back to the Future, ist das hier das Richtige? Kann man das erzählen? Kann ich nicht sehen. Kann ich nicht sehen. Save Ferris? Sagt mir so auch nichts. Also wenn ihr irgendwas habt, schreibt es mal in die Kommentare. Für einen Film, den ich kenne oder nicht kenne, klar. Hier, Save Ferris zum Beispiel kenne ich nicht. Kenne ich gar nicht. Ne, ruhig mal reinschreiben. Bin auf jeden Fall interessiert, was das sein könnte. Vielleicht ist das ja auch ein Film für mich. Gut, ich glaube, wir haben jetzt weiter nichts, was uns interessieren könnte, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was man machen könnte mit den Sachen hier vor Ort. Ich glaube deswegen, ist gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt einfach mal weitergehen. Oder können wir hier noch was gucken? Nee, reden geht nicht. Nee, wir gehen mal in die U-Bahn und gucken, was passiert. Oh, er geht runter. Okay, die Threepwood Street Station A. Threepwood Street Station. Threepwood Street Station, meine Fresse. Oh, guck mal hier, eine 3D-Brille, viele Dosen, Fahrkartenautomat. Shit, der ist defekt. Och nö, da können wir uns ja gar keine Karte kaufen. Das muss für Notfälle sein. Ist das ein Notfall? Nein. Wir gucken uns erstmal den Mülleimer an. Vielleicht, wenn wir eine Fahrkarte brauchen, dann... Ne? Nur hier eine ist. Mülltonne. Da finde ich sicher nichts Interessantes drin. Das sagt er irgendwie bei jeder Mülltonne. Da liegt ein Gameboy. Cool. Gucken wir uns mal den Fahrplan an. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hinwollen. Hey, Fremde. Aber erstmal die Karte. Ich habe immer noch kein Ticket. Ist das schlimm? Naja, gut. Okay. Schauen wir uns die mal an. Die kenne ich nicht. Ja, dann lernst du sie halt kennen. Mein Gott. Sprech doch mal Frauen an. Trau dich mal was. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Okay. Können wir das klauen? Bitte? Ich glaube, es hackt. Ist ja gut, ist ja gut. Ich habe ja nur gefragt. Oh, er zoomt jetzt ran. Ist ja cool. Ich glaube, es führt kein Weg dabei. Schauen wir uns mal Betty an. Da weiß ich sogar schon den Namen. Ich schaue gern Leuten bei der Arbeit zu. Das glaube ich. Da liegt eine Konsole. Die schauen wir uns auch mal an. Die Mutter aller tragbaren Spielkonsolen. Jawohl. Können wir uns die nehmen? Das sollte ich lieber lassen. Ja. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Ja. Ich glaube... An dieser Stelle machen wir ein kleines Päuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, und dann schauen wir mal, wie wir mit der U-Bahn fahren können und vor allen Dingen, wie wir an den Gameboy kommen. Ich glaube schon, dass ich den haben möchte. Okay, alles über deine in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Ciao, ciao. Ja, wir sind bei Subway, also hier bei der U-Bahn, nicht mal im Restaurant, Entschuldigung. Ja, in der nächsten Folge werden wir mal sehen, wie wir weiterfahren werden, wohin wir kommen werden, ob wir überhaupt ohne Ticket fahren können, wie wir unser Ticket bezahlen. Alles Fragen über Fragen, ich weiß nicht, was auf uns noch zukommt, das werden wir aber feststellen in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Ciao, ciao.